Hallo liebe Messerfreunde, heute geht es für mich nach Scarperia in die Toskana. Ich besuche die Firma Saladini und dort zeigt mir Giacomo Checchi, einer der beiden Inhaber von Saladini, wie das klassische Taschenmessermodell Zuava gefertigt wird. Das ist also das Zuava und das ist exakt das Messer, das Giacomo jetzt gleich für uns fertigt. Jetzt holt er sich die Griffschalen, in diesem Fall Ochsenhorn, aus dem Lager und sägt das Material schon etwas in die Form des Griffes. Aus diesem Stück werden dann beide Griffschalen gefertigt. Nun werden die Griffschalen zum ersten Mal angeschliffen. Sieht gut aus. Jetzt werden die Rohlinge der Backen mit den Platinen verschweißt. Das wird natürlich bei beiden Backen gemacht. Punktschweißen nennt man dieses Verfahren. Und jetzt holt sich Giacomo die vorgefertigte Klinge aus der Lagerbox. Jetzt kann er bereits mit der Vormontage beginnen. Das holt er sich die Achsschraube der Klinge, die in Form des Scarperia-Turmes verziert ist. Und noch zwei Scheiben, die dann zwischen Klinge und Backen kommen. Noch ein bisschen Öl. Und nun wird die Achsschraube leicht angezogen. Die ist jetzt drin. Jetzt wird die Rückenfeder provisorisch eingebaut. Jetzt beginnt er dann mit dem Schleifen des Rücken, der Klingenoberseite und die Backen, die werden dann auch in ihre rundliche Form gebracht. Das sind mehrere Schleifvorgänge mit unterschiedlichen Körnungen und an unterschiedlichen Maschinen. Sieht das Ganze schon etwas rundlich aus. So, jetzt hat er das wieder auseinandergebaut und die wieder ausgebaute Rückenfeder, die wird jetzt verziert. Sie erhält die sogenannte Gioja.
Giacomo macht die Guilloche freihändig an vier unterschiedlichen Schleifscheiben. Er hat ja sein eigenes Design, seine eigene Unterschrift, wie man auch sagt. Jetzt wird die Rückenfeder poliert. Die Griffschalen wurden bereits in Form gesägt und werden jetzt gebohrt. Nun werden die Platinen und die Feder wieder zusammengebaut und vernietet. Und jetzt schleift Giacomo das überstehende Metall der Nieten ab. So, jetzt werden die Griffschalen von innen mit den Platinen verschraubt. Jetzt wird die Klinge wieder eingebaut. Und die Achsschrauben werden wieder angezogen. Als nächstes wird jetzt die durchgehende Niete am hinteren Teil des Griffes eingepasst. Ja, so jetzt wird es vernietet mit leichten Hammerschlägen und das Metall, das man hier sieht, das dient als Abstandshalter, das hier so raussteht. So, jetzt geht es weiter mit verschiedenen Schleifarbeiten, mehr als 10 verschiedene Schritte, die Giacomo hier ausführt. Jetzt wird die Klinge geschliffen. Die Klinge des Suava hat einen sehr schönen Hohlschliff. Die Klinge nochmal feiner geschliffen.
Und nochmal feiner. Okay, die Schärfe passt. Nun wird der gesamte Messergriff poliert. Jetzt sagt er, dass er das dann gleich noch satiniert. Jetzt wird das Messer für den letzten Arbeitsschritt, das Satinieren, vorbereitet. Und nun wird es satiniert oder brossiert, das heißt, die Metallteile werden nochmal leicht angeraut, was eine sehr schöne Optik ergibt. Das Modell Zuava ist das typische Messermodell hier in Scarperia. Es ist ein historisches Messer und es wurde früher als Arbeitsmesser in der Landwirtschaft benutzt. Daher ist es auch sehr robust. Es hat eine stabile Klinge und einen robusten Griff. Der Griff war auch ursprünglich aus Ochsenhorn. Der Name Zuava kommt wahrscheinlich aus einem Modell, das von den Zuaven zu Napoleons Zeiten verwendet wurde. Man vermutet, dass diese Messerform aus Frankreich kommt und sich dann hier verbreitet hat. Das Zuava hat eine sehr alte, drei Jahrhunderte währende Tradition und wird hier immer noch hergestellt. Ja, und sollten Sie mal in der Gegend um Florenz unterwegs sein, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, nach Scarperia zu fahren. Das sind ungefähr 35 Kilometer von Florenz. Und dort in Scarperia das Ladengeschäft von Saladini zu besuchen. Das Ladengeschäft, das ist ungefähr 50 Meter vom Palazzo mit dem markanten Turm entfernt. Ein sehr schönes Geschäft, das wirklich einen Besuch wert ist. Und auch das Städtchen Scarperia finde ich sehr reizvoll. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Brandners Homestyle.